Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einer neuen Bücherwoche, der Kalenderwoche Nummer 5, in der ich auch noch bis Mittwoch krankgeschrieben war. Also die Erkältung, ja, hat sich ganz schön hingezogen, tatsächlich auch heute noch merke ich es im Hals. Ich weiß nicht, was mich da erwischt hat, es ist aber ziemlich langanhaltend. Irgendwie so. Ja, sonst geht es aber doch schon wieder relativ gut. Ich habe auch in der Woche, noch ein bisschen Serie geschaut, habe Podcast gehört und natürlich auch schon ein bisschen gelesen, unter anderem ja auch ein Leseklubbuch. Und als erstes möchte ich aber zwei Themen ansprechen. Zum einen habe ich einen Podcast. Ja, ihr habt es vielleicht schon an meinem Video am Donnerstag gesehen. Meine Bücherwoche gibt es nun auch zum Hören. Nicht, dass man sie sonst nicht hören konnte, aber ja, ihr könnt jetzt auch auf unterschiedlichsten Plattformen die Podcasts anbieten, meine Bücherwoche hören. Mal sehen, ob noch das ein oder andere Format irgendwie mit dazu kommt. Aber ich dachte, ich starte das jetzt erstmal mit der Bücherwoche. Den Link zum Spotify-Podcast findet ihr unten in der Infobox. Es kommen jetzt nach und nach auch alle anderen so ein bisschen mit dazu. Ich freue mich da mega, dass das so unkompliziert gefühlt klappt, dass das so, ja, jetzt so nach und nach auch anläuft. Und ich bin gespannt, wie ihr das findet. Lasst mich das gerne mal hier wissen, ob das jetzt eine Alternative ist zum Schauen. Es wird so sein, dass die Bücherwoche nach wie vor hier samstagmorgens online kommt und der Podcast Montag, Dienstag irgendwie anlaufen wird, sodass ihr als Zuschauer definitiv die Ersten seid, die sehen und hören und was ich so gelesen habe und die Podcaster dann eben 2-3 Tage später sich das anhören können. Ja, ich freue mich und hoffe, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das weiterhin vorstelle und hoffe, dass euch das auch gut gefällt. Und dann gibt es eine kleine Ankündigung für Dienstagabend, da habe ich nämlich einen Gast auf meinem Kanal. Nachdem ich ja irgendwie doch jetzt langsam einen Dreh raus habe, wie das mit dem Hangouten funktioniert, habe ich gesagt, es wird jetzt mal wieder Zeit für einen Live-Hangout mit Austausch mit euch und auch einem Gast. Ich habe Kerstin Merkel bei mir zu Besuch und Kerstin kenne ich ja durch unsere Hugendubel-Tour und sie ist ja auch Fantasy-Autorin und eben auch Buchhändlerin und natürlich auch Leserin und mittlerweile auch ein ganz lieber Mensch in meinem Kosmos. Und ich freue mich, dass ich sie am Dienstag hier bei mir zu Gast habe. Zum einen natürlich ist sie eine Leserin, sie ist eine Buchhändlerin, sie ist Autorin. Und über all die Themen werden wir auf jeden Fall auch so ein bisschen quatschen. Ab 19:30 geht es los und ich hoffe, dass technisch alles funktioniert und dass ihr dann auch mit dabei seid. Und wenn ihr da Fragen habt an sie als Leserin, Buchhändlerin, Autorin, dann seid gerne live mit dabei. Ja, und das waren die Ankündigungen und Highlights sozusagen, die ich ganz zu Beginn anpacken wollte. Und jetzt starten wir mit den Büchern der Woche und einer kamerageilen Sunny mal wieder. Schaut sie zu und schnurrt. Also wenn ihr es schnurren hört, dann wisst ihr, dass das meine kleine Flauschige hier an der Seite ist. Ja, ich habe 3 Bücher in dieser Woche gelesen, wobei eins der Bücher auch eine Kurzgeschichte war. Es begann mit einem illustrierten Buch Reise durch Mittelerde von John Howe. Das hatte ich bereits angefangen, als ich so kränkelte, aber konnte mich dann gar nicht so richtig darauf konzentrieren, weswegen ich das dann auch einfach zur Seite gelegt hatte und jetzt aber gelesen bzw. mir auch angesehen habe. Dann der erste Teil von Infiziert wurde im Leseklub gelesen von Terry Terry. Der Leseklub immer unten in der Infobox verlinkt. Ihr findet auch alle Infos zu den Büchern darunter. Und den ersten Teil dieser Trilogie, die abgeschlossen ist, haben wir gelesen. Und die Kurzgeschichte war von Adriana Popescu, 0711 Love Stories Part 2 bzw. Episode 2, Paula und Viktor. Hier plant Adriana Popescu ja eine Reihe von 12 Büchern in 12 Monaten und das war jetzt Teil 2. Und serientechnisch habe ich Grace und Frankie, die 6. Staffel, dann beendet. Eben noch in der Zeit, wo ich auch rumkränkelte.
Aber wir beginnen jetzt wie immer chronologisch mit den Büchern. Dazu vielleicht so ein Hauch nach links. Ja, Reise durch Mittelerde von John Howe habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Das ist der Bildband, unter anderem eines Schöpfers der Filme, habe ich mir gewünscht. Und ja, es heißt ja so schön, Illustrationen von Beutelsend bis Mordor. Howe ist kanadischer Buchillustrator und sehr, sehr bekannt, hat eben auch an den Herrn der Ringe und Hobbit-Filmen mitgearbeitet und er führt uns bildhaft durch Mittelerde und wir erhalten einen wunderbaren Blick auf Bilder, Informationen und machen wirklich eine Reise durch Mittelerde. Wir haben verschiedenste Zeitalter, die wir hier bereisen und treffen auf alle Länder, auf alle in Mittelerde lebende Wesen und das wirklich in wunderschöner Optik. Also schon von außen ein Highlight. Ich weiß gar nicht, was ich so von innen zeigen darf, aber es sieht wirklich super schön illustriert aus. Es ist jetzt nicht der Herr der Ringe, es ist nicht der Hobbit, es ist nicht das Silmarillion. Es ist wirklich eine Reise von Ort zu Ort und eben auch von Wesen zu Wesen. Vergleiche von Drachen über die Elben, über die Entstehung von Mittelerde, von Númenor, über die Charaktere, über die Zwerge, über die Hobbits. Alles wird hier drin uns im Grunde vorgestellt, erzählt. Wir reisen durch die Länder, durch die Städte, durch die Ebenen. Wir erfahren etwas über Moria, über den einsamen Berg, über Seestadt, über Smaug, den wir aus dem Hobbit kennen, über Mordor, über Saruman, über Sauron, überhaupt die Zauberer, über alles. Es ist im Grunde wirklich ein Informationsbuch, das eben optisch richtig schön illustriert ist, mit Zeichnungen, mit Bildern, die ich sehr, sehr gelungen fand und für mich wirklich ein kleines Highlight auch in meiner Mittelerde-Sammlung ist, weil es richtig schön gemacht ist. Es hat richtig Spaß gemacht, darin einzutauchen und sich dabei wohlzufühlen. Und Mittelerde ist ähnlich wie Hogwarts für mich immer ein Ort, um nach Hause zurückzukehren und ich habe das wirklich sehr genossen, darin zu blättern. Zeigetechnisch ist das jetzt natürlich ein bisschen schwierig, aber schaut einfach mal in der Buchhandlung in dieses Buch und wenn ihr ein Mittelerde-Fan seid, dann ist das gefühlt auch einfach ein Muss und es ist wirklich eine absolute Empfehlung und hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und es ist jetzt natürlich gar nicht so viel zu erzählen, weil es an sich natürlich keine Handlung hat. Es hat mir aber einfach unglaublich gut gefallen und ich glaube, ich muss als Mittelerde-Fan auch gar nicht irgendwas dazu erzählen, denn ich liebe diese Welt. Ich liebe das, was Tolkien geschaffen hat und John Howe fängt für mich den Geist von Tolkien hier wirklich ein und es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, viel Freude gemacht. Ich bin gerne mitgereist und ich glaube, mehr muss ich zu dem Buch schwärmerisch gar nicht erzählen, weil als Fan ist es, wie gesagt, ein Muss. Und alle, die den Herrn der Ringe toll fanden, die werden hier auch Sachen wiedererkennen, natürlich auch aus dem Hobbit. Und ich bin sehr gespannt, was die Serie 2021 bringen wird und was wir davon dann wiedererkennen. Und für mich wirklich absolut gelungen, hat mir sehr, sehr viel Spaß gebracht. Dann haben wir im Leseklub, wie gesagt, den Leseklub findet ihr auch unten in der Infobox, haben wir den ersten Teil der Infiziert-Reihe gelesen von Terry Terry. Im Februar lesen wir Der Sarg von Arno Strobel. Also wenn euch eher was so in Thriller-Richtung zusagt, schaut da gerne vorbei. Seid dann im Februar mit dabei. Ja, die Trilogie ist mittlerweile komplett erschienen, was auch einer der Gründe war, weswegen wir es in unsere Auswahl gegeben haben, weil wir gesagt haben, wenn uns der erste Teil gefällt, könnte man es direkt wegsuchten. Band 2 heißt Manipuliert und ich kann so viel sagen, dass der bereits bei mir eingezogen ist. Wir haben bei Infiziert einen Virus, der sich auf einer englischen Insel ausbreitet und wir treffen auf Shay, ein junges Mädchen, das im Grunde da gar nicht so weit weg auf der anderen, also im Festland wohnt. Sie entdeckt per Zufall beim Einkaufen eine Suchanzeige eines jungen Mädchens, erinnert sich an dieses Mädchen, dass sie vor einem Jahr in etwa auf ihrer Straße irgendwo gesehen hat, ruft den großen Bruder an, Kai, der zu ihr aufbricht, die sich unterhalten, die auch zur Polizei gehen, denn Shay hat ein fotografisches Gedächtnis und kann sich an sehr viel erinnern, was vor einem Jahr eben mit der kleinen Schwester, mit Kelly, so passiert ist. Gleichzeitig haben wir die Perspektive von Kelly, wo wir aber anfangs noch gar nicht so richtig wissen, wo führt uns dieser Erzählstrang hin, wie ist der zeitlich einzuordnen, die tatsächlich entführt wurde, der etwas ganz Schlimmes auch passiert
Und mit ihr passiert dann auch etwas ganz Schlimmes und davon erzählt sie uns. Wir bekommen den Ausbruch des Viruses mit und auch wie die beiden dann auf der Flucht sind. Denn Shay wird krank und dann passiert etwas ganz Ungewöhnliches mit ihr, was dann eben auch zur Veranlassung lässt, dass sie sich auf Flucht begibt. Und ja, die Geschichte fragt sich jetzt natürlich, was hat den Virus ausgelöst? Was ist so besonders an Shay und auch an Kelly? Und ja, das erfahren wir eben über diese beiden Perspektiven. Wir haben hier ein klassisches Jugendbuch, eine Postapokalypse, die gefühlt wirklich seinesgleichen, ihresgleichen sucht. Eine Geschichte, die ich mega spannend fand, die ganz toll erzählt war. Wir haben einen Perspektivwechsel, der sich zwar sprachlich nicht sehr unterscheidet, was ich ja persönlich immer ein bisschen schade finde, da wir hier aber zwei doch etwas unterschiedliche Charaktere haben, auch vom Alter, merkt man eben durchaus, von wem wir gerade etwas lesen. Es ist gerade bei Kelly eine sehr besondere Form, wo wir etwas erfahren und wir bekommen so einfach sehr viele Hintergrundinformationen, was ich richtig toll und spannend fand. Es ist ein doch recht jugendlicher Stil, das muss man einfach mögen, das muss einem einfach klar sein und wenn man das aber gut findet und das auch irgendwie mag, dann ist dieses Buch tatsächlich ein kleines Jugendbuch-Highlight, das muss ich ganz klar dazu sagen. Es ist sehr spannend, es ist abwechslungsreich und es ist jetzt gefühlt nicht das innovativste, aber wenn man denkt, dass die Buchreihe eben auch schon ein bisschen älter ist, muss man einfach zu der Zeit zurückgehen, wann dieses Buch geschrieben wurde, wann es herausgekommen ist und dass es da eben gerade so den Aufschwung hatte mit Geschichten, die sich eben in irgendeiner Art und Weise mit einem Virus beschäftigen. Es gibt für ein Jugendbuch sehr viele sehr viele unerwartete Wendungen, so macht es Sinn, die ich auch sehr innovativ fand. Die Romanze der beiden Jugendlichen, also Kai und Shay, die war schon ein bisschen zu jugendlich und die hätte es für meinen Geschmack auch nicht gebraucht. Allerdings hat mir dann so diese Dreierkonstellation, wie das dann eben auch mit Kelly, mit der Schwester irgendwie Kontakt gab, das fand ich richtig toll gemacht und richtig spannend. Das hat mir super gut gefallen. Es ist toll erzählt, es hat kurze Kapitel, schnelle Perspektivwechsel. Das spornt den Lesefluss, fand ich unfassbar gut an und hat echt Spaß gemacht. Also ich hatte dann auch mal einen Tag, wo ich zwei Leseabschnitte gelesen hatte. Und das waren wirklich 100 Seiten, die im Nu verflogen sind und wirklich ein Film abgelaufen ist. Ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil, den ich sehr zeitnah lesen möchte, um einfach im Flow dieser Geschichte zu bleiben. Und ich bin schon froh, dass sie bei mir eingezogen ist. Es ist ein Jugendbuch und ja, es ist jetzt natürlich kein Lese-Lebenshighlight, wie zum Beispiel die Passage-Trilogie, die ja, in dieser Reihe sich wirklich anfügt, in dieser düsteren Zukunftsvorstellung mit einem Virus, mit Wesen, die uns wirklich 3000 Seiten lang faszinierend begleiten. Es ist natürlich kein Vergleich, aber für ein Jugendbuch ist das wirklich für mich ein Highlight und man muss natürlich auch einfach das Genre mit in die Bewertung einfließen lassen, indem man liest. Man kann natürlich, sage ich jetzt, von einem Jugendbuch nicht das gleiche erwarten wie von einem Erwachsenenroman, der auch gefühlt noch dreimal dicker ist und natürlich viel mehr Worldbuilding hat, als es ein Jugendbuch einfach hergibt. Und ich finde, dass man manchmal mit Jugendbüchern zu streng ist, bin ich durchaus manchmal auch, aber hier hat es mich wirklich begeistert und es war seit langem mal wieder ein Jugendbuch, was mich auch sehr gefesselt hat und mich wirklich überrascht hat und ich wirklich schön fand und nicht umsonst ist auch schon Teil 2 bei mir eingezogen. Also haltet die Augen offen, in einer der nächsten Bücherwochen erzähle ich euch auf jeden Fall auch was vom zweiten Teil. Und das dritte Buch ist dann eine Kurzgeschichte, ist 07 Love Stories, Episode 2, Paula und Victor von Adriana Popescu. Ich bin ein großer Fan von Adriana Popescu. Ich habe gefühlt alles gelesen, was es irgendwie gibt, nicht nur im Erwachsenenroman-Genre, auch im Jugendbuch-Genre und auch ihren Krimi, den sie ja unter Adriana Jakob veröffentlicht hat. Und so hat es mich im Dezember sehr gefreut, als sie angekündigt hat, dass es 12 Kurzgeschichten, 12 kurze Episoden aus dem Stuttgarter Raum gibt von ihr in 12 Monaten. Und diese Bücher haben sowas zwischen 60 und 80 Seiten. Und mir hat auch Teil 1
im Dezember schon super gut gefallen. Da hatten wir eine Begegnung mit in der S-Bahn. Ich packe euch meine Bücherwoche dazu einfach mal unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Hier jetzt in Episode 2, Paula und Viktor, treffen wir auf zwei Wohnungssuchende. Da ist der Wohnungsmarkt in Stuttgart ja nicht ganz so schön und einfach. Und ja, so treffen sich diese beiden immer wieder zufällig bei den gleichen Wohnungen. Und wir haben wirklich Zufallsbegegnungen und eben diese Wiederholung dabei und wirklich ganz wunderbare Dialoge. Ich finde, diese Kurzgeschichten von Adriana leben für Dialoge, von den Dialogen und wie es Adriana einfach verpackt. In kurzer Zeit wunderbar etwas zu erzählen, durch die Dialoge die Charaktere sehr lebendig wirken zu lassen, diese ganze Geschichte drumherum wirklich greifbar zu machen, als wäre man mit dabei, als wäre man mit auf Suche. Es ist ein toller Stil und ich mag das einfach, wie uns diese Charaktere präsentiert werden, wie nahbar sie in kürzester Zeit sind und wie man sie gefühlt in 60 Seiten auch schon ins Herz schließt und sich denkt, ja, und jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Und mich hat auch diese Geschichte direkt gepackt, obwohl ich kein Fan von Kurzgeschichten bin, auch von Stephen King. Kann mich nicht jede Geschichte begeistern, weil ich finde, der Meister lebt natürlich davon, dass er ausholen kann und Atmosphäre schaffen kann. Adriana schafft das aber. Es sind eben diese Begegnungen aus dem Leben gegriffen, mit Situationen, die jedem irgendwie so passieren könnten und die aber diesen gewissen Funken haben, die dieses Besondere haben, und Adriana fängt diesen besonderen Moment einfach ganz grandios ein. Für mich ein Highlight, was mich total überrascht, dass mich Kurzgeschichten so packen und begeistern können und die man natürlich schon in einem Rutsch wegliest, die mich aber wirklich sehr, sehr gut unterhalten und begeistern und ja, mich einfach mitnehmen. Und das finde ich einfach absolut gelungen. Und ja, viel mehr kann man gefühlt über ein Buch von 60 Seiten gar nicht sprechen, ohne zu viel zu erzählen. Ich finde einfach, wenn man Kurzgeschichten mag, wenn man Begegnungsgeschichten mag, wenn man Adriana toll findet, dann sollte man ihr auf jeden Fall bei den Kurzgeschichten ja einfach mal was zutrauen und ihr eine Chance geben. Und ja, wer den E-Book-Reader hat oder eben auch auf einer Kindle-App zum Beispiel lesen kann, der sollte hier sich nicht davor scheuen und das einfach mal probieren. Und 60 Seiten sind selbst auf einem iPad, nein, wie heißen die Geräte, auf einem, ihr wisst, was ich meine, Tablet oder auch auf dem Handy mal gut zu lesen, und versucht es einfach mal und lasst euch da einfach für einen kurzen Moment am Tag entführen und diese Geschichte genießen und ja, dann werdet ihr da auf jeden Fall Spaß haben. Und das war es buchtechnisch dann auch schon gewesen. Ich habe noch die 6. Staffel von Grace und Frankie zu Ende angeschaut. Das ist die vorletzte Staffel. Die letzte, finale 7. Staffel soll dann 2021 folgen. Und ich mag die Serie nach wie vor gerne. Ich mag die Story um Grace und Frankie, um diese zwei alten Frauen, die ihr Leben einfach ganz neu anders irgendwie für sich entdecken, seit der Trennung von ihren Männern. Ich mag die Story der beiden Männer, passen dazu, der Kinder. Ich mag, was jetzt so ein bisschen sich verändert hat in der sechsten Staffel. Und ich hatte wieder super gute Unterhaltung und viel Spaß. Man muss leider sagen, dass die 6. Staffel an mancher Stelle ein bisschen gehetzt wirkt. Es gab ein paar Erzählstränge, wo ich mir einfach ein bisschen mehr gewünscht hätte, wo man aus den früheren Staffeln einfach eigentlich schon kennt, dass es ein etwas langsamer Stil ist, auf das ein bisschen mehr eingegangen wird. Das hat hier ein bisschen gefehlt. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man sagt, okay, jetzt gibt es eh nur noch die Staffel und noch eine, dann ist die Geschichte zu Ende. Dass man jetzt noch so viel wie möglich irgendwie erzählen würde, das fand ich ein bisschen schade. Und manches war auch so ein bisschen am Rande erzählt. Dennoch trifft der Humor der Serie total meinen Geschmack und auch meinen Lachmuskel. Und trotz aller Krankheit hat mich das super gut unterhalten und hat auch einfach Spaß gemacht. Und ja, fand ich eine perfekte Serie für eine Krankenzeit, für eine Grippe, weil man nicht viel denken muss. Trotzdem immer so ein bisschen diese spitzfindige und ja, sarkastische, zynische, das macht einfach Spaß und Freude und ja, gefällt mir wirklich richtig, richtig gut und ich kann die Serie wirklich absolut nur empfehlen. Und ja, das war es jetzt auch schon mit der Bücherwoche. Ich habe, glaube ich, alles erzählt. Ich habe vom Hangout erzählt, vom Podcast erzählt, von der Serie erzählt. Ich habe noch einen Podcast entdeckt, dazu dann aber erst in der nächsten Woche ein bisschen mehr. Und ja, ich glaube, das war es soweit. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, eigentlich nicht. Ich denke, das war's.
an Informationen und an 3 Büchern. Ja, ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß mit meiner Bücherwoche, mit dem Video. Schaut gerne mal beim Podcast vorbei. Ihr findet alle Infos unten in der Infobox. Mich interessiert natürlich, was war so euer Highlight der Woche oder auch der letzten Zeit? Welches Buch habt ihr gerade gelesen? Welche Serie schaut ihr gerade, die euch begeistert? Ich würde mich da sehr über den Austausch in den Kommentaren freuen. Danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.